Ja und somit herzlich willkommen zu einem neuen Reaction hier auf dem Kanal. Weiter geht's mit Phantom Liberty, dem DLC zu Cyberpunk 2077. Heute gab's neue Informationen dazu bei der Gamescom Opening Night Live Show mit sehr vielen Informationen und einem 3-minütigen langen Video. Ich muss dazu sagen, ich habe das Ganze natürlich schon gesehen, weil ich die Gamescom Opening Night Live Show verfolgt habe. Trotzdem möchte ich gerne noch mit euch zusammen darauf reagieren und einen genaueren Blick darauf werfen, was wirklich alles neu dazukommt und sich auch im Base Game ändern wird, weil man hat da schon ziemlich viel gesehen. Und zum Zeitpunkt der Aufnahme, in 2 Tagen am Donnerstag, ist auch noch der CD Projekt Red Stream, bei dem man davon ausgeht, dass wahrscheinlich noch mehr über das Update 2.0 gesagt wird und vielleicht auch schon das Update danach veröffentlicht wird für das Base Game. Mal schauen, wie sich das dann dort herausstellt und was man da Neues hört oder welche Informationen noch mehr dazukommen. Auf jeden Fall würde ich sagen, gehen wir doch einfach direkt ins Video hinein und schauen uns das Ganze mal an. Let's go! Let's go. Cyberpunk 2077, new ways to play. V, my favorite merc. Welcome to Dogtown. There's a job. Coordinates provided. You know what to do. Get your ammo, assault rifles, tactical gear. Pants, thinking of buying some iron. The logical choice. Powerful new weapons. Wie wir ja mittlerweile wissen, wird sehr viel geändert und sehr viel Neues ins Spiel hineinkommen, nur schon ins Hauptspiel. Und das bringt natürlich eine ganz neue Dynamik mit sich und auch das Gameplay wird ganz anders sein vom Hauptspiel und dann auch noch vom DLC. Ich bin ziemlich gespannt, wie es sein wird, das Ganze dann zu spielen. Stretch. Getting a ripper. Redesigned Cyber Bear. Before the fight. Mhm. Das wird dann hier wohl irgendwie Armor sein. Und das hier wird wahrscheinlich dann diese Anzeige sein, von der man schon gehört hat. Je nachdem, wie viel Cyber Bear man installiert, wie viel Mensch und wie viel Maschine man ist. Und ab einem gewissen Punkt ist man wahrscheinlich ein Cyberpsycho, würde ich jetzt mal schätzen. Vielleicht ab diesem Punkt hier eben. Und dann wird es wohl eher negative Einflüsse auch aufs Spielgeschehen haben und auf deinen Charakter. Bringt zumindest schon mal einen größeren Hintergrundgedanken mit sich. Und man muss vielleicht auch eher schauen, was man da wirklich in seinen Körper installiert. Finde ich gut. Not a bad idea. Okay, I'm ready. Get this show on the road. Redesign perks. Initial Blade Runner, Bullet Deflect, Opportunist, Air Dash. Finisher Savage Sleep. Sieht ziemlich nice aus hier alles. Relax Skill Tree. Aha. Endlich bekommen wir diesen. Was ist das? Glaube ich, den 5. Skill Tree? Kann das sein? Der ja immer noch fehlt im Spiel oder. Man hat ja nie gewusst, was es genau ist. Da bin ich ziemlich gespannt darauf, was es denn wirklich sein wird und was man da wirklich verändern kann. Wahrscheinlich wirklich irgendwelche Special-Fähigkeiten. Spatial Mapping. Limiter Removal. Job done. Premium Work V. I'm closing the gig. New Vehicles.
Da wissen wir ja schon, dass es neue Fahrzeuge geben wird, weil man in der Vorbestellversion, die ich übrigens getätigt habe, auch ein gratis Fahrzeug bekommt, was wahrscheinlich nicht im Spiele-Update enthalten sein wird. Aber abgesehen davon habe ich es mir sowieso gekauft, von daher, das Fahrzeug ist mir vielleicht ein bisschen egal. Aber ja, mal schauen. Bringt auf jeden Fall mehr Abwechslung ins Spiel. Wenn diese Fahrzeuge dann aber auch im Verkehr herumfahren. Was ich wirklich sehr hoffe. Hunter, good luck. Vehicle Combat. Auch sehr interessant, da hat man wirklich sehr lange spekuliert, ob das dann irgendwann mal ins Spiel kommen wird. Revamped Police. Da bin ich auch sehr gespannt darauf. Wie die KI der Polizisten sein wird, besser, schlechter, wie sie reagieren werden. Weil es soll ja jetzt wirklich Verfolgungsjagden geben, Straßensperren, Max-Tags soll, glaube ich, kommen und so Fahndungslevel-System wie in GTA-mäßig mit Sternen, je nachdem, welche Verbrechen man begonnen hat, könnte vielleicht wirklich in eine bessere Richtung gehen. Da bin ich gespannt darauf. Ja, Straßensperren. No gun, no fun. Wow. Okay. Max Tech. Da bin ich sehr gespannt darauf. Wie häufig werden die kommen? Wie? Ab welchem Status? Wie stark sind die Gegner? Sehr interessant. What the fuck? Fuck. That was close. Bravo, V. I only hope that Dangerous New District, Dogtown, dozens of new story quests and kicks. Auch gut. Vehicle Combat and Mounted Weaponry. Kann man denn die Fahrzeuge anpassen mit verschiedenen Waffen? Revamped Police System, Combat AI Overhaul, Endless Dynamic Events and Missions. Okay. Also die Events finde ich cool. Von denen habe ich schon ein paar gesehen. Auch in den älteren Updates. Aber wie genau soll man das verstehen mit Endless Missions? Redesigned Cyberware and Perks, auch sehr nice. All new Relic, Skill Tree and Abilities, Increased Level Cap. 100 plus new Items, Weapons, Cyberware and Fashion. Okay, ziemlich cool. This won't mark the end of our collaboration. You will hear from me soon. This I guarantee you. Phantom Liberty. Pre-order now. 26.09. Ist ja nicht mehr allzu lange. Ist genau der Tag, an dem ich von den Ferien nach Hause komme. Mal schauen, ob ich da irgendwie gleich die Chance habe, das zu spielen. Sehr nice. Finde ich cool, dass CD Projekt Red wirklich da sich nochmal so sehr Mühe gibt nach diesem katastrophalen Launch von Cyberpunk 2077, um da irgendwie wirklich alles wieder einfach besser zu machen für die Spieler auch. Und das Ganze zu überarbeiten und ja, Arbeit ins Spiel reinzustecken. Weil wenn man sich andere Entwickler anschaut, ich sage jetzt da einfach nur mal Rockstar Games, die melken ja ein bisschen mittlerweile GTA Online wie eine Kuh und ballen da einfach Sachen raus, um möglichst viel Money zu scheffeln. Und ja, die Kundschaft, also Spieler sind denen mittlerweile fast egal, könnte man meinen. Von daher macht das CD Projekt Red wirklich viel besser, finde ich.
hören auf die Spieler, was sie wollen, was verbessert sein muss, um dem Spiel gerecht zu werden und auch ja, das Spiel einfach mehr unter die Leute zu bringen. Aber eben mit einem anderen Hintergrund. Finde ich gut. Von daher, ich bin ziemlich gespannt darauf, wie das Spiel sich dann spielen wird. Ich habe es ja mittlerweile ein paar Stunden gespielt. Von daher werde ich da sicherlich einen großen Unterschied sehen. Aber ja, mal schauen. Ich würde sagen, das war's hiermit von diesem Video. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.